Schön, dass wir jetzt da sitzen. Jetzt haben wir den Topwein eigentlich der letztjährigen Saison im Glas. Die trockene Spätlese aus dem Eiler Kupp, natürlich ein Riesling. Und ja, ich finde es fantastisch. Diese Aprikosennoten haben sich jetzt gerade auch die letzten Monate noch wunderbar rausgearbeitet. Absolut, hat sich im letzten halben Vierteljahr unheimlich toll entwickelt. Tolle Fruchtaromen. Wunderschöne Mineralität da, also ein, finde ich, trockene Spätlese, tolles Produkt, toller Wein. Aber Jürgen, jetzt erklär einfach nochmal, wie es überhaupt dazu kam. Wir kennen uns jetzt ja seit 20 Jahren, aber es ist ja durchaus ein interessanter Werdegang. Ja, 1985 haben wir, meine Frau Doro und ich, den Betrieb übernommen von meinen Eltern und haben halt eben dann 15 Jahre in Tavernen gearbeitet. Und wir sind in Tavernen dann an römische Grenzen gestoßen, wo einfach dann der Betrieb nicht mehr genug Platz hatte, nicht mehr genug Kapazität hatte. Es mussten neue Kellerräume her und die haben wir dann im Jahr 2000 hier in Eide übernommen. Es gab also einen Plan, das eigentlich in Tavernen zu machen, aber zum gleichen Zeitpunkt hat halt eben der Winzerverein sich aufgelöst und somit hatten wir die Möglichkeit, das Objekt inklusive der Weinberge hier zu übernehmen. Vermarktung liegt heute bei, ja, ich sag mal, rund 20 Hektar. 20 Hektar, was ist das in Flaschen? Runde 180.000. Das ist eine ganze Menge Holz, aber wie ich weiß, gab ja auch qualitativ eine ganz gewaltige Steigerung in den letzten Jahren und da kommt wohl auch Michael mit ins Spiel. Du hast das studiert in Geisenheim. Geisenheim ja eine der Ausbildungsstätten für angehende Weinbauingenieure der Welt, würde ich mal so sagen. Ja, so kann man es wohl sagen. Also in Deutschland die einzigste Fachhochschule halt für Weinbau und Kellerwirtschaft. Natürlich international noch andere renommierte Orte, wo man es halt auch studieren kann, aber für Deutschland halt sicherlich die erste Adresse. Ja, wie auf jeder Fachhochschule werden natürlich dort auch theoretische Kenntnisse zum Schwerpunkt erstmal vermittelt, dass man halt über die chemischen, biologischen Hintergründe erstmal halt Bescheid weiß. Natürlich ist ein FH auch praxisorientiert, so ist also Geisenheim auch eine Mischung aus beidem, sodass man halt zu einem halt die theoretischen Kenntnisse erstmal vermittelt bekommt, dann aber auch gleich die praktische Umsetzung schon mal in den Grundzügen halt auch dann vermittelt bekommt. Praxis werden wir ja dann noch irgendwie mal sehen. Da hatten wir ja im März einmal eine ganz spannende Diskussion, wir drei. Und jetzt ist ja gerade Lesezeit. Noch mal ein paar Monate, dann können wir mal sehen, was eigentlich von dieser Diskussion damals übrig geblieben ist, ob dann eben ein neuer Highlight-Wein sozusagen auf dem Tisch steht. Ich bin gespannt. Das Wetter war die letzten Wochen nicht sonderlich dolle und trotzdem sagst du, es war ganz wichtig, dass man die Trauben einfach noch mal hat hängen lassen. Wir haben jetzt ja die letzten so davon in der Hand. Warum? Ja, also es ist halt so, dass dieses Jahr nicht witterungsmäßig so optimal war wie die letzten. Es hat halt einfach etwas an Temperatur gefehlt. Es hätte können ein paar Grad wärmer sein und die Sonne hätte können etwas häufiger scheinen. Dennoch ist es so, dass auch bei bedecktem Wetter, so wie heute zum Beispiel, genügend Photosyntheseleistung da ist, um halt zum einen die Zuckerproduktion natürlich zu bieten, aber was halt auch wichtig ist, dass Aromastoffe ganz einfach in die Beeren eingelagert werden. Und da ist einfach die Zeit entscheidend. Und je länger man da warten kann, umso höher ist natürlich auch nachher der Gehalt an Aromastoffen in den Beeren. Und das passiert halt auch bei jetzt diesem Wetter, wie wir es momentan halt haben. Ja, geschmacklich sind die toll und das fasst man zusammen unter physiologischer Reife, gell? Wo es einfach um die Schalen geht, um die Kerne, dass die sauber verkapselt sind und. Da ist dann gar nicht mehr der Öxle-Wert entscheidend für die Qualität, sondern eben doch eine ganze Menge mehr. Ja, also der Öxle-Gehalt, also der Zuckergehalt der Beeren hatte sich jetzt in den letzten Tagen nicht mehr wesentlich verbessert. Dafür ist dann wirklich einfach das Blattwerk, wie man jetzt sieht, auch schon zu weit in seiner Entwicklung. Also der grüne Farbstoff ist halt schon größtenteils abgebaut, dadurch ist also diese reine Photosyntheseleistung für die Zuckerproduktion also schon relativ runtergefahren. Dennoch ist es so, dass in den Beeren direkt
halt Aromastoffe immer noch gebildet und eingelagert werden und hauptsächlich auch in den Beerenschalen. Das sieht man jetzt auch an der farblichen Veränderung. Also man hat jetzt diese gelbliche Färbung, auch schon teilweise bräunliche Färbung, was halt ein Indiz ist für diese physiologische Reife, was man auch an den Kernen, an den Fruchtschalen überall halt erkennen kann. Mhm. Ja, was du ja schon mal erklärt hast, was ihr übers Jahr hier im Weinberg gemacht habt, dass man natürlich hier den unteren Bereich komplett vom Blattwerk befreit hat, gerade in den letzten Wochen, damit da die Sonne noch mal rankommt, wenn sie scheint. Und gleichzeitig aber ganz entscheidend ja auch das Verhältnis von Blattwerk zu Trauben. Ganz genau. Das ist halt schon ein wichtigster Punkt im Weinbau, also dieses Blatt-Frucht-Verhältnis, wie man sagt, dass halt einfach die Menge an Blättern halt ausreichend ist, um halt die Trauben, die am Stock hängen, auch genügend mit Nährstoffen zu versorgen. Von daher ist halt wichtig, eine hohe Laubwand zu haben. Und dann aber auf der anderen Seite wiederum in der Traubenzone direkt eher eine lockere Struktur zu erhalten, nicht zu viel Laubwerk dann doch zu belassen, um einfach die Traubenbelüftung und auch die Traubenbesonnung halt zu ermöglichen. Ja, und gleichzeitig natürlich ganz wichtiges Thema ist ja eben Quantität, Qualität. Wie man hier sieht, es hängt ja gar nicht mehr so viel dran. Okay, ein bisschen habt ihr vorher schon mal auslesen müssen. Was haben wir hier mengemäßig eigentlich noch? Ja, wir haben also schon natürlich von Grund her einen relativ geringen Anschnitt, wie man sagt. Also das Niveau wird also schon beim Rebschnitt festgelegt. Wir sehen also, haben eine flache Bogenerziehung mit 2 Trauben pro Trieb, ist also das Ziel. Von daher halt schon ein moderates Ertragsniveau grundsätzlich schon mal angestrebt und haben jetzt im Laufe des Herbstes schon mal eine Vorlese durchgeführt. Mhm. Also damals schon vor, sagen wir, gut 10 Tagen, also Botrytis befallenes Lesegut ausgelesen und separat verarbeitet, um dann auch die Möglichkeit zu haben, halt die übrigen Trauben, die halt zu diesem Zeitpunkt sehr gesund waren und jetzt auch noch sehr gesund erscheinen, halt noch möglichst lange hängen lassen zu können. Mhm. Genau. Mengenmäßig würde ich jetzt hier sagen, wir haben jetzt vielleicht noch 8 bis 10 Trauben, also kaum 1 Kilo Ertrag. Mhm. Von daher kann man sich vorstellen. Das ist eine Flasche Wein. Ja, ungefähr. Ja. Und wenn man jetzt mal in anderen Betrieben schaut, die eher auf Menge und weniger auf Qualität setzen, da haben wir dann durchaus 3, 4 Flaschen, ist auch beim Riesling kein Problem. Sicherlich bei anderen Rebsorten machbar, dann auch durchaus noch etwas mehr. Deutlich auch mehr, ganz wichtiger Unterschied dann hinterher bei der Preisfindung wieder, weil Arbeit macht der Rebstock genauso viel wie ein anderer, der erheblich mehr trägt. Eher noch mehr. Man muss halt für den qualitativen Wein natürlich mehr investieren. Die Handarbeit ist da sehr wichtig. Wie man sieht, man muss sich halt wirklich um die Bereiche halt kümmern und das halt optimal gestalten. Und das kostet natürlich heutzutage immer mehr Geld. Ja, Michael, du hast jetzt gerade die Presse ausgeräumt. Das ist sozusagen der Abfall. Aber ich war ganz gespannt, wie er aussieht. Aber was mir auffällt, das ist ja richtig feucht, was wir da noch haben. Kann man da nicht noch was rausholen? Ja, da könnte man durchaus noch einiges bei rausholen. Aber wir arbeiten halt sehr schonend und pressen nicht bis auf den letzten Tropfen aus. Weil es einfach so ist, dass gerade dieser letzte Most halt sehr viel Gerbstoff enthält. Und die wollen wir halt gerade nicht in den Most haben. Ja, ja. Ja, ich habe umgekehrt schon Dresdner in der Hand gehabt, der war trocken wie Tabakblätter. Es gibt natürlich Presssysteme, die halt da wirklich alles rausnehmen, um halt eine maximale Ausbeute zu erreichen, aber wie gesagt, wir wollen das halt nicht haben. Aha. Der klebt auch noch so richtig, der Zucker. Der ist noch richtig schön feucht. Ja, was macht es jetzt damit? Ja, wir verwenden ihn im Großteil halt als organischen Dünger, also er wird wieder in den Weinberg zurückgeführt, weil er halt sehr wichtig dann ist. Oder man kann ihn natürlich auch weiter veredeln sozusagen zu dem deutschen Krapper. Zum Tresterbrand. Das ist natürlich, ist auch der Grund, warum man bei einem guten Winzer auch einen guten Grapper kriegt. Ganz weil genau. Da einfach noch Saft in den Beeren drin sind und wenn man das natürlich super trocken auspresst, dann kann man eigentlich hinterher nichts übrig und machen. Auch für den Trester muss halt ein gutes Grundmaterial da sein. Rundum blubbert es. Also die Weine arbeiten, wie man das so schön sagt. Beziehungsweise es gibt da den schönen Begriff der Gärführung. Ja. Was steckt denn da so dahinter? Ja, Gärführung bedeutet, dass man einfach die Intensität der Gärung kontrolliert und auch in gewissem Maße regelt.
Und das funktioniert im Großen und Ganzen über die Gärtemperatur. Ah ja. Aha. Also wir steuern die Gärtemperatur und darüber wird dann die Aktivität der Hefe, die halt die Gärung durchführt, dann beeinflusst. Das heißt, hier stehen wir ja in einem richtig alten Gewölbekeller. Wir haben zwar modernste Technik, Edelstahl. Warum Edelstahl und nicht klassische Holzfässer? Edelstahl ist halt vom Material her sehr viel einfacher zu handhaben als Holz. Es ist halt sehr rein in der Oberfläche und da halt Hygiene und Sauberkeit in der Kellerwirtschaft sehr wichtig sind, ist halt Edelstahl das beste Material. Unschlagbar. Genau, von daher natürlich kühle Temperaturen sind dann im Keller Selbstverständlichkeit. Das heißt, ihr müsst eher dann mal schauen, dass es mal ein bisschen wärmer kriegt oder wie warm, wie kalt. Also im Grunde genommen werden die Weine bei uns jetzt zwischen 14 und 15 Grad vergoren. Mhm. In der Hauptgärphase zum Ende hin lässt man es dann vielleicht ein bisschen wärmer werden, damit die Hefe es dann etwas leichter hat. Damit auch dann die Gärung so weit durchläuft, wie wir es dann haben möchten. Aha.